So schnell hat man gar nicht schauen können, dann ist er einem mit der gestreckten Hand entgegengelaufen. Also man ist regelrecht in seine offene Hand hineingelaufen. Ist mir, glaube ich, auch ein- oder zweimal passiert, dass ich nicht rechtzeitig reagiert habe und meine Hand zurückgezogen habe. Ist auch ein Akt der Unhöflichkeit natürlich, aber er hat eine breite Palette tatsächlich gehabt von Instrumentarien, wie er auch den Gegner für sich eingenommen hat.